Lügende Politiker, Lobbyisten, horrende Gaspreise, Wirtschaftssanktionen, Populismus und Propaganda. Wir stehen vor einer ganzen Menge großer Probleme. Lügen und Propaganda stellen unsere Demokratie aktuell wirklich vor große Herausforderungen. Und warum der Parabelritter hier eher Teil des Problems als Teil der Lösung ist, das werden wir in diesem Video behandeln. Doch bevor wir uns seinen Unterstellungen, seinen dreisten Manipulationen und seiner wirklich erschreckenden Demagogie widmen, müssen wir uns zuerst den argumentativen Kern seines Videos anschauen. Er behauptet nämlich im Kontext der aktuellen Wirtschaftskrise, dass die Sanktionen gegen Russland uns weniger Schaden zufügen würden als der russischen Wirtschaft. Ob das stimmt, schauen wir uns jetzt an. Ja, wir beschädigen uns mit diesen Sanktionen nur selbst viel mehr als Russland. Richtig ist, es ist wie ein Flickenteppich und es wird bei weitem nicht so umfassend durchgezogen, wie man es sich hätte wünschen wollen. Und auch deutsche Unternehmen arbeiten weiter mit Russland zusammen, beispielsweise Heidelberg Zement. Der hat noch 3 Zementwerke in Russland laufen. Griechenland hat in der letzten Sanktionsrunde durchgesetzt, dass europäische Firmen russisches Öl weiter transportieren dürfen und so weiter und so fort. Russland hat eine Bombenhaushaltsbilanz von schätzungsweise 285 Milliarden Dollar Überschuss dank höherer Strom- und Gaspreise. Die Kosten des Krieges sind da auf jeden Fall wieder drin gewesen, bis August. Ich glaube, ich hätte im Anbetracht der Lage nicht Bombenhaushaltsbilanz sagen sollen. Dagegen stehen die Mehrkosten für unsere Industrie und uns privat, die uns mindestens dieses Jahr vermutlich noch länger große Probleme bereiten werden. Wir verlieren Geld, Russen machen Kasse. Den Fokus auf die gestiegenen Einnahmen Russlands infolge gestiegener Rohstoffpreise und somit auf die Rekordgewinne von Gazprom oder den Haushaltsüberschuss von Russland zu legen, ist ja etwas, was auch einige Kritiker der Sanktionen machen, wie zum Beispiel der linken Abgeordnete Klaus Ernst. Ich halte diesen Fokus für einen schweren Fehler. Dazu müssen wir uns zuerst ansehen, wozu die russische Regierung die Deviseneinnahmen infolge der Rohstoffverkäufe überhaupt braucht. Denn der russische Staatshaushalt läuft ja über die russische Währung Rubel. Und Rubel kann die russische Zentralbank wie jede andere Notenbank eines monetär souveränen Staates auf dieser Welt in beliebiger Menge zur Verfügung stellen. Das bedeutet, Russland ist zur Finanzierung seines Haushalts und auch dieses Krieges gar nicht auf unsere Deviseneinnahmen angewiesen. Die einzigen Dinge, die es mit diesen Fremdwährungen anfangen kann, ist, Produkte aus dem Ausland zu kaufen, die nicht in Rubel angeboten werden, und den Rubelkurs an sich zu stabilisieren. Wenn der Rubel stark abwertete, bräuchte Russland also diese Fremdwährungen, um den Kurs zu stabilisieren. Nun müssten wir uns also nur den Rubelkurs ansehen und schauen, inwieweit Russland auf eine solche Stabilisierung angewiesen ist, in welchen Schwierigkeiten die russische Währung aktuell steckt. Und was soll man sagen, der Rubel hat gegenüber dem Euro im Vorjahresvergleich um 50% aufgewertet. Er ist so stark wie seit Jahren nicht. Der reale effektive Wechselkurs des Rubels liegt sogar über dem von vor der letzten Finanzkrise. Russland braucht die Einnahmen aus den Rohstoffverkäufen also aktuell keinesfalls, um seine Währung zu stabilisieren. Ganz im Gegenteil, der Rubel ist sogar zu stark und bedroht damit die Konkurrenzfähigkeit der russischen Exportindustrie. Dass Russland kein Interesse an einem zu starken Rubel hat, sieht man übrigens auch an der Zinspolitik der Zentralbank. Der Leitzins lag vor Ausbruch des Ukraine-Krieges bei 9,5%, dann wurde er nach Beschluss der westlichen Sanktionen auf 20% erhöht und mittlerweile liegt er bei 8%. Das soll einerseits Carry-Trader verscheuchen und eine noch weitere Aufwertung der Währung verhindern und andererseits die russische Wirtschaft durch eine Ankurbelung der Kreditnachfrage stärken. AfD, Wagenknecht, die müssen recht haben, dass Sanktionen uns nur schaden. Aber das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Und es ist einfach überprüfbar. Zum einen streicht Russland jetzt generell 10% seiner Haushaltsausgaben, während die Militärausgaben steigen sollen. Aber wieso streichen die denn, wenn die zu viel Geld haben? Tja, seitdem Russland die Gaslieferung abgebrochen hat, geht es nicht mehr so gut. Allein im August kam Russland auf ein Minus von 5,8 Milliarden Euro. Ohne das Gas nach Europa wird auch Russland mit der Zeit die Luft ausgehen. Denn die Pipeline-Kapazitäten nach Europa sind weitaus größer als alles, was man irgendwie mal nebenbei nach China schieben könnte. Dass das Schwachsinn ist, hatten wir eben gerade schon erklärt.
Der russische Staat ist auf unsere Einnahmen gar nicht angewiesen. Er braucht diese Devisen überhaupt nicht, um seine Ausgaben zu tätigen. Das kann er nämlich ganz einfach in seiner eigenen Währung Rubel tun. Trotzdem haben die gestiegenen Einnahmen für Russland natürlich einen Effekt. Die Aktionäre von Gazprom und Rosneft werden schlichtweg reicher, wenn ihre Unternehmen mehr Geld verdienen. Das bedeutet, wir haben die Aktionäre genau dieser russischen Firmen durch die Verknappung des Rohstoffangebots, die ja eine Folge unserer Russland-Sanktionen ist, einfach reicher gemacht. Und wenn Russlands Rohstoffverkäufe jetzt einbrechen und die Einnahmen dieser Firmen auch, ja, dann werden die Aktionäre dieser Firmen halt weniger schnell reicher. Das ist der einzige Effekt. Auf die russische Realwirtschaft hat das keinen großen Einfluss. Die Frage, die hingegen sehr viel relevanter beim Für und Wider dieser Sanktionen ist, lautet: Was ist überhaupt die Strategie? Welches Ziel verfolgen die Russland-Sanktionen? Und ich zitiere dazu mal Osteuropa-Experte Janis Kluge im Capital, weil ich das so präzise und vernichtend gar nicht formulieren könnte. Wichtig ist auch die Destabilisierung der inneren Situation. Die Sanktionen gegen Russland wirken indirekt. Das Land befinde sich in einer tiefen wirtschaftlichen Krise, weshalb es sowohl in den Eliten als auch in der Bevölkerung weniger zu verteilen gibt. Die Sanktionen verschärfen die Zielkonflikte in Russland. Die Bevölkerung kann nicht auf Dauer bei Laune gehalten werden. Es gibt viele Bereiche der russischen Wirtschaft, bei denen man sagen kann, dass sie keine Zukunft haben werden. Der Staat hält nach seiner Beobachtung die Betriebe mit Subventionen über Wasser, indem ganze Belegschaften mit gekürzten Gehältern in Betriebsferien geschickt werden. Aber das wird natürlich mit der Zeit immer schwerer zu finanzieren sein. Kluge kommt zu dem Schluss, für Russland gibt es keinen Silberstreif am Horizont. Es ist als Wirtschaftsraum toxisch geworden. Die Prognosen für Deutschland sind überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Russland gerade durchläuft. Wenn man sich die Tiefe der Rezession anschaut, Russland wird permanent auf ein niedriges Wohlstandsniveau fallen. Und jetzt mal ganz ehrlich, was habt ihr denn gedacht? Es gibt Sanktionen und Russland bricht sofort zusammen? Wir brauchen einen langen Atem, aber langfristig gesehen drücken wir eben fester zu, da wir Russlands Lieferungen ersetzen können und sie eben nur Rohstoffe haben. Es ist schön, dass die Strategie mal so klar und deutlich zusammengefasst wird. Die russische Bevölkerung soll durch Sanktionen so lange gequält und verarmt werden, bis sie endlich den Aufstand gegen Putin wagt. Und wie funktioniert das so? Die Reallöhne sind in Russland ursprünglich stärker eingebrochen als in der Europäischen Union. Doch im Vorjahresvergleich waren sie im Juni 2022 nur noch mit 3,2% im Minus. Zum Vergleich, in der EU waren die Reallöhne um 6,5% im Minus. Das bedeutet, die Sanktionen schaden der europäischen Bevölkerung stärker als der russischen. Das ist jetzt keine Bewertung meinerseits, sondern einfach nur der nüchterne Vergleich zweier Zahlen. In Russland brechen die Reallöhne um nur 3,2% im Vorjahresvergleich ein und in der EU um 6,5%. Die Sanktionen schaden uns also offenkundig mehr als Russland, zumindest aktuell. Wie die langfristigen Perspektiven sind, dazu kommen wir gleich. Dass diese Strategie scheitern wird, zeigt übrigens auch diese Statistik. Die Reallöhne sind in Russland nämlich schon zweimal in den letzten 25 Jahren stärker eingebrochen als heute. Nämlich während der Währungskrise 1998, an der der Westen auch nicht ganz unbeteiligt war, und von 2014 bis 2016, als die Ölpreise verfielen und der Westen schon einmal Sanktionen gegen Russland verhängte. In beiden Fällen kam es nicht zu einem Aufstand gegen den Despoten im Kreml. Weder gegen Putin noch gegen Jelzin. Der übrigens kein Stück besser war als der jetzige Präsident, auch die Opposition unterdrückte und auch Angriffskriege führte. Aber um Jelzin soll es ja nicht gehen. Was an diesen Beispielen klar wird, ist, dass die Hoffnung auf einen Volksaufstand in Russland komplett unrealistisch wird. Putin wird über die Schäden, die diese Sanktionen anrichten, nicht stürzen. Genauso wenig, wie er darüber 2014 gestürzt ist und genauso wenig, wie das bei Jelzin Ende der 90er oder Anfang der 90er der Fall war. Und Geld ist eine Sache, aber wenn man mit diesem Geld nichts Wichtiges, was wichtige Bauteile beispielsweise in Produktionsketten betrifft, kaufen kann, dann ist das auch nicht gut. Die letzten statistischen Zahlen, die in Russland veröffentlicht worden sind, geben einen Einblick in das Ausmaß. Die sind vom April 2020, also nicht sehr aktuell, aber seitdem
gibt es keine mehr. Was ja auch schon mal ein Hinweis ist. Da wurden in Russland im Vergleich zum Vorjahr 85,4% weniger Autos hergestellt und bei Waschmaschinen waren es minus 59%. Bei Fahrstühlen mindestens minus 48% und bei Kühlschränken minus 46%. 62% aller russischen Importe sind nicht mehr möglich. Und ja, das trifft natürlich all diese Firmen im Westen, die damit einen Kunden verloren haben. Aber es trifft eben ungleich. Während diesen Firmen Umsatz wegbricht, bricht Russland fast völlig der Zugang zu modernen Bauteilen weg. Bauteile, die dafür nötig sind, dass die russische Industrie selbst funktionieren kann. Das versetzt Russland mittelfristig um Jahre zurück. Manche Experten sagen zurück in die 90er. Das hier Gesagte stimmt natürlich. Wenn Lieferketten plötzlich zerstört werden, wenn bestimmte Technologie nicht mehr nach Russland exportiert werden darf, und wenn große russische Banken plötzlich vom SWIFT-System ausgeschlossen werden, dann bricht natürlich erst einmal die Wirtschaft ein. Im zweiten Quartal sank die russische Wirtschaftsleistung um 4%. Doch wie folgende Analyse des Economist zeigt, scheint sich die russische Wirtschaft sehr viel schneller von diesen Sanktionen zu erholen, als vielen Strategen im Westen lieb sein könnte. Die russischen Importe brachen zu Beginn des Krieges tatsächlich um mehr als die Hälfte ein, doch seit April scheinen sie sich wieder zu erholen und sind aktuell ungefähr auf dem Stand von 2019. Und wenn man Echtzeitdaten Glauben schenken darf, dann dürften die nächsten Zahlen, die rauskommen, rund 25% über den Werten von 2019 liegen. Das bedeutet im Klartext, dass die russische Wirtschaft viele Importgüter substituiert bekommt. Und es keinesfalls so ist, dass sie durch die Embargos vom Westen von Hochtechnologie abgeschnitten wäre. Wenn man sich die Zahlen in der Gesamtheit anschaut, dann scheint sich die russische Wirtschaft relativ gut von diesen Sanktionen zu erholen. In diese Richtung deutet auch folgender Aktivitätsindikator von Goldman Sachs, der einen starken Einbruch zu Beginn der Sanktionen zeigt, aber mittlerweile wieder auf Erholung steht. Ganz anders sieht es dagegen im Westen aus. Sowohl für die USA als auch für Deutschland zeigt dieser Indikator eindeutig, dass wir stärker unter diesen Sanktionen leiden. In die gleiche Richtung deutet auch die Entwicklung der Reallöhne, die in der Europäischen Union ungefähr doppelt so stark einbrechen wie in Russland. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, die russische Zivilbevölkerung leidet unter diesen Sanktionen aktuell weniger als die europäische. Das sagen die nackten Zahlen. Und wenn man sich die Entwicklung seit dem Ende der Sowjetunion anschaut, dann kann man auch sagen, dass wir Europäer so eine Krise noch nicht erlebt haben. Russland hat dagegen schon mehrere, sehr viel schwerere Krisen erlebt. Wie schon angesprochen, den Ölpreisverfall 2014, die Währungskrise 1998 und die Einführung der westlichen marktwirtschaftlichen Ordnung. Ja, ihr habt richtig gehört. Die schwerste Wirtschaftskrise, die Russland seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, war einfach nur die Durchführung von Privatisierungen und der Beginn des Freihandels. Diese vom Westen empfohlene und vorangetriebene, sowie vom IWF mit Krediten protegierte neoliberale Wirtschaftspolitik hat in Russland mehr Schaden angerichtet, als unsere westlichen Sanktionen jemals könnten. Die Wirtschaftsleistung halbierte sich Anfang der 90er. Aber wir wollen uns hier ja nicht zu sehr mit der russischen Geschichte beschäftigen. Tatsache ist, dass wir so eine Krise noch nie erlebt haben, Russland schon mehrere sehr viel schwerere und diese Sanktionen uns mehr schaden. So einfach ist das Ganze. Die Strategie der Europäischen Union scheint im Moment vollends zu scheitern. Und bei der Bewertung, wie dieses Scheitern von der deutschen Bevölkerung aufgefasst wird, zeigt der Parabelritter mal wieder gut, wie man mit Statistiken und Umfragen manipulieren kann. Aber der Schein trügt. 70% der Deutschen sind nach wie vor einig, dass man die Ukraine unterstützen muss, auch wenn das hohe Gaspreise bedeutet. Mit anderen Worten, nur 30% lassen sich von russischer Propaganda und Angstmache einschüchtern und von Rattenfängern davon überzeugen, es gäbe diese eine Lösung und die hätte keine Nebenwirkung. Und das ist die spalterische Rhetorik, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Jeder, der eine andere Einschätzung der Lage hat, hat nicht einfach nur eine andere Meinung, sondern er läuft gleich Angstmachern und Rattenfängern hinterher. Zudem sagt diese Umfrage wenig darüber aus, ob die Deutschen die Sanktionen unterstützen. Denn natürlich sollte ein Land, welches völkerrechtswidrig überfallen wird, unterstützt werden, keine Frage.
Aber darum geht es nicht. Es geht darum, ob die Mehrheit die Russland-Sanktionen befürwortet. Und hier liegt die Zustimmung nur noch bei 58%. Im Osten etwas geringer, im Westen etwas höher. Doch auch diese Frage ist noch etwas allgemein gehalten. Man sollte meiner Meinung nach zwischen drei Arten von Sanktionen differenzieren, um eine vernünftige politische Debatte darüber führen zu können. Erstens die Sanktionen gegen die russische Rüstungsindustrie, die ja tatsächlich einen Einfluss auf den Kriegsverlauf in der Ukraine haben könnten, wenn sie die Produktion von Rüstungsgütern verhindern und die ich voll unterstütze. Zweitens das Einfrieren von Vermögen russischer Oligarchen, wogegen ja auch nichts spricht. Diese Sanktion schadet der Machtelite in Russland, der Klasse von Menschen, auf die Putin seine Herrschaft stützt. Auch die können wir von mir aus sanktionieren. Die Maßnahmen hingegen, die einen umfassenden Wirtschaftskrieg mit Russland bedeuten und die uns vor allem selbst schaden, wie beispielsweise der SWIFT-Ausschluss großer russischer Banken oder Importverbote für bestimmte Rohstoffe oder Exportverbote für bestimmte Technologie, all diese Sanktionen müssen weg. Komplett gestrichen werden. Die einzigen Sanktionen, die eine Existenzberechtigung haben, sind jene, die sich direkt gegen Putins Freunde, gegen die Oligarchen richten und die Sanktionen gegen die Rüstungsindustrie. Diese Maßnahmen hätten den Vorteil, dass sie uns selbst überhaupt nicht schaden würden und auch keine harte russische Gegenreaktion hervorrufen würden. Sie würden die richtigen treffen, aber die russische Realwirtschaft nicht groß beeinträchtigen. Ihr weiterer Vorteil wäre, dass sie sich einfach umsetzen, universalistisch anwenden und leicht durchhalten ließen. Wir könnten auch gerne die Vermögen türkischer, britischer oder amerikanischer Oligarchen einfrieren, wenn diese Länder mal wieder einen Angriffskrieg führen. Wir können auch Sanktionen gegen die Rüstungsindustrie der jeweiligen Länder erlassen. Das können wir alles gerne machen. Aber mit so einem umfassenden Wirtschaftskrieg schaden wir uns vor allem selbst. Und wir können es vor allem nicht in allen Fällen machen. Ich hatte in einem vergangenen Video schon erklärt, dass ich die Argumentation, dass diese Sanktionen nur wegen des Ukraine-Kriegs erlassen würden, für vorgeschoben halte. Eine universalistische, wertegeleitete Außenpolitik, wie wir sie im Moment nicht haben, wie wir sie aber haben könnten, müsste Sanktionen in allen Fällen gleich erlassen. Die USA müssten für ihren Angriff auf den Irak und die anschließende Besetzung dieses Landes genauso sanktioniert werden wie Russland für den Einmarsch in der Ukraine oder Aserbaidschan für den Einmarsch in Armenien. All das müsste gleich behandelt werden. Und das geht nur, wenn die Sanktionen so schwach sind, beziehungsweise nur so wenige treffen, dass sie sich auch für uns durchhalten ließen. Das Hauptproblem ist also nicht, dass wir Sanktionen gegen Russland erlassen haben oder dass wir die Ukraine unterstützen. Das Hauptproblem ist, dass wir beschlossen haben, einen Wirtschaftskrieg gegen Russland zu führen. Und in dieser Deutlichkeit muss man es sagen. Wir haben in keinem vergleichbaren Fall solche Sanktionen erlassen und wir werden es bei einer Volkswirtschaft ähnlicher Größe wie Russland auch in keinem vergleichbaren Fall in Zukunft tun. Und ich glaube, Sarah, dass sie noch nie so viel Zustimmung für eine einzelne Rede im Bundestag bekommen hat. Aber das liegt daran, dass sie die nützliche Idiotin für Russland gespielt hat und Russland das sehr gerne ausgenutzt hat, um damit zu arbeiten und zu werben und das so ein bisschen zu verstärken und das quasi als Speerspitze einer ganzen Kampagne benutzt werden kann. Gut gemacht, Sarah. Gut gemacht. Jeder, der eine andere Meinung als unser Parabelritter hier hat, der hat all nicht für und wider abgewogen und ist zu einem anderen Schluss gekommen. Nein, jeder, der eine andere Meinung hat, steht automatisch auf der Seite Putins. Wir sahen uns ja vorhin schon die relativ schwachen Argumente des Parabelritters an und kamen zu dem Schluss, dass sie einer Überprüfung in der Realität nicht standhalten. Wenn man also keine Argumente mehr für seine Position hat, dann unterstellt man dem Gegenüber einfach niedere Motive. Wir befinden uns in einer sehr brenzlichen Situation. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns noch lange nicht von den Erfahrungen der Pandemie erholt und schon werden wir von der nächsten Krise überrollt. Das ist scheiße, das ist unfair, das hat keiner von uns verdient und wir können nur sehr bedingt etwas dagegen tun. Das ist eine Reihe von Problemen, die viele Menschen gerade gleichzeitig trifft. Und das machen sich Populisten natürlich für ihre eigenen Zwecke zunutze. Ja, greifen nach allem, was ihnen im Kampf um politische Posten gelegen kommt. Merz und Söder gehören da auch in diesen Topf, by the way, ja. Aber das ist gefährlich, sie beteiligen sich an der Erschaffung und dem Schüren von Ängsten, derer sich dann die ganz extremen Kräfte bedienen können. Ja, die Geister, die ich rief, sie spielen mit dem Feuer und das wäre nicht das erste Mal, dass man danach aufwacht und plötzlich hat der Reichstag gebrannt.
Wir sind Teil eines Kampfes und wer blindlings die Propaganda und Desinformation des Feindes verbreitet, der macht sich schuldig an seinem eigenen Land, um es mal für besorgte Patrioten zu formulieren. Entweder weil er die Angst der Mitbürger für sein eigenes Wohl benutzt und damit unbewusst der Demokratie schadet, oder weil er ganz bewusst als feindlicher Spion agiert und das Land absichtlich zu destabilisieren versucht. Macht es ihnen bitte nicht so einfach. Wer das Ende der Sanktionen fordert, ist entweder auf der Seite Russlands ein Populist, der die Stimmung gerade ausnutzt, will oder schlicht und ergreifend uninformiert. Und Sarah Wagenknecht ist, glaube ich, einfach alles dreist zusammen. Jeder, der den Regierungskurs nicht mitträgt, ist also ein Vaterlandsverräter. Anders kann man die Aussagen gerade eben nicht zusammenfassen. Es wurde ja ausdrücklich gesagt, dass wer diese Sanktionen befürworte, ein Agent Putins oder schlicht und ergreifend uninformiert sei. Und da muss ich an dieser Stelle mal ganz deutlich fragen, sind die Leute, die die Statistiken zu den Reallöhnen erstellt haben, Agenten Putins, arbeiten beim Economist, woher die Analyse, die wir uns vorhin ansahen, stammte, arbeiten die Journalisten dort für Putin? Diese Vorwürfe sind so absurd, dass man eigentlich gar nicht mehr auf sie eingehen braucht. Wer eine andere Einschätzung der Lage hat, der hat nicht einfach eine andere Meinung, sondern der muss für Russland arbeiten. Und zum Populismusvorwurf kann man eigentlich nur Folgendes sagen. Die Politik, die die schwerste Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik heraufbeschwört und sie noch absichtlich verschärft, diese Politik muss eine vernünftige Opposition kritisieren. Und man kann an Friedrich Merz eigentlich nur anmerken, dass er es nicht hart genug tut. AfD und Linkspartei sind die einzigen, die vernünftige Art und Weise diesen katastrophalen Regierungskurs, der uns gerade volle Kanne gegen die Wand fährt, kritisieren. Und es ist, wie gesagt, nicht nur das Problem, dass die Sanktionen erlassen wurden. Es ist auch ein Problem, dass die Regierung die Wirtschaftskrise absichtlich verschärft durch ihre Politik und dadurch, dass sie Joachim Nagel zum Bundesbankpräsidenten gemacht hat. Und da dem Parabelritter die sachlichen Argumente ausgehen, um diese katastrophale Politik zu rechtfertigen, diffamiert er seine Gegner als Agenten Putins. Eine solch spalterische Demagogie schadet unserer Gesellschaft und zerstört den demokratischen Diskurs. Ich kann für mich selbst nur sagen, dass ich zwar anderer Meinung bin als jemand, der die Sanktionen befürwortet, dass ich ihm aber niemals unterstellen würde, im Auftrag fremder Mächte zu arbeiten, wenn ich dafür keine eindeutigen Belege hätte. Und diese Belege bleibt der Parabelritter bei Sarah Wagenknecht natürlich schuldig, weil es sie nicht gibt. Weil Sarah Wagenknecht einfach logisch abgewogen hat, so wie wir das gerade gemacht haben. Man kann, wenn man logisch über diese Sache nachdenkt und unsere Interessen in den Mittelpunkt stellt, eigentlich zu keinem anderen Schluss kommen, als dass diese Sanktionen komplett bescheuert sind. Aber ich würde es trotzdem akzeptieren, wenn jemand zu einem anderen Schluss kommt, eben weil man in einer Demokratie sachlich über so etwas diskutieren muss. Dieser Demagoge versucht hier den sachlichen Diskurs zu vergiften und unsere Gesellschaft zu spalten, und dem sollten wir uns als Demokraten ganz eindeutig entgegenstellen. Eines ist aber auch noch interessant. Mit dieser wirklich abstoßenden Hetze und dieser Diffamierung politischer Gegner verkauft der Parabelritter seinen Zuschauern eine Politik, unter der sie selbst zu leiden haben. Die Reallöhne in der Europäischen Union befinden sich nämlich im Sinkflug und treffen somit vor allem die abhängig Beschäftigten und die Armen. Das heißt, der Parabelritter verkauft seinen Zuschauern eine Politik, die gegen ihre Interessen läuft. Und das widerspricht dem, was er vor zwei Videos noch selbst gesagt hat. Ich strebe natürlich auch danach, zu der zweiten Klasse zu gehören. Jeder würde gerne zu dieser Klasse gehören, da es Freiheit bedeutet, die man in der ersten Klasse nicht besitzt. Und auch ein Christian Lindner möchte gerne dieser Klasse angehören, deswegen ist er ja so freundlich zu den Leuten, die in dieser Klasse sich befinden. Ja. Ich allerdings erzähle euch, dass euch diese zweite Klasse an der Nase herumführt. Das ist gelinde gesagt blöd, weil ich damit ja gegen die Klasse arbeite, zu der ich mich irgendwann selbst mal zählen will. Wieso mache ich es nicht wie viele andere auch und mache einfach Werbung für die FDP? Also mal abgesehen davon, dass es halt andere logische Gründe gibt, die ich bisher schon aufgeführt habe, überlegt doch mal, wie mies das wäre, wenn ich euch hier bewusst etwas erzählen würde, was offensichtlich für die Mehrheit von euch schlechter und nur für mich gut wäre. Sorry, aber da bin ich wirklich raus.